Ja, ich denke, als ich hier auf Zürich gekommen bin, von Henrik Grut und dem Richi Jost. Die haben mir schon recht viel beibringen. Vor allem bei den Junioren halt, dem Richi dann auch bei GCK. Ja, an der U20 WM, jetzt die letzte in Saskatoon, vor allem der Taylor Hall, der auch nachher der First Overall geworden ist. Der Extrem und noch ein Schwede, Magnus Svensson Perrier. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube im Hockey ist das halt einfach nicht so. Ist ein bisschen männlicher vielleicht. Im Fußball, ja, wird halt immer eine grosse Show gemacht und irgendein Tänzchen oder so, das kannst du für mich irgendwie nicht machen. Ich weiß nicht gerade der Letzte, aber vielleicht der Jeffrey Füglister von Kloten. Dem hatte ich amigs Kontakt gehabt. Vielleicht er. Auch ein Matthew Mother. Weiss die. Ja, die schauen noch recht viel. Patrick Gehring schaut das auch noch. Sven Reiser auch. Noch recht cool. Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Das ist jetzt, als ich ausgezogen bin. Das war etwa im Mai. Frisch eingezogen im Velland. Und dann, ja, die ersten Abende war es halt mal ein bisschen laut mit Gamen und so. Und dann ist mal einer klopfen. Ja, ein Ritual oder so habe ich jetzt eigentlich nicht. Aber ab und zu, wenn ich wirklich einen schlechten Match gespielt habe, dann überlege ich immer und dann mache ich vielleicht irgendetwas Kleines anders, irgendwie im Einlauf oder so. Vielleicht kein Penalty-Schuss oder noch einen Sprint zusätzlich oder im Einlaufen vor dem Eis. Irgendetwas mache ich dann meistens anders. Im Internet würde ich, also ehrlich, würde ich viel, 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 viel mehr lesen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag einfach nicht. Zum Glück gibt es Videos von CA Media, weil die kannst du anschauen. www.camedia.ch